Für mich ist es toll, wenn das Publikum rausgeht und sagen kann, boah, das war lustig, das war super, das war traurig. Und dazu gehört für mich nicht nur unsere Leistung auf der Bühne, sondern wir haben ja bei uns im Theater auch so eine Lounge dabei mit einer kleinen Bar, wo man auch vorher noch was trinken kann. Und da ist unser Augenmerk immer, dass wir was bieten, was vielleicht nicht so an den anderen Theatern in Salzburg läuft, also weniger die Klassiker. Wir versuchen halt immer, also wir denken immer, was könnte den Leuten gefallen, aber was ist trotzdem nicht gefällig, wenn ich das so sagen kann. Also da haben wir haben viel in den letzten Jahren nachspüren, wie ist die Stimmung gerade und was brauchen die Menschen? Brauchen die eben eher Hoffnung oder brauchen die mal wirklich einfach nur abschalten? Ich bin sehr stolz, dass es uns nach so vielen Jahren immer noch gibt. Das ist nämlich gar nicht so einfach für eine kleine Theatergruppe. Und vor allem, wir haben so einen fixen Kern, der eigentlich relativ gleich geblieben ist über die Jahre. Ich glaube, also ich hoffe, meine Mitarbeiter sagen das auch, dass wir ein sehr gutes Betriebs- und Arbeitsklima haben. Wir versuchen, die Leute immer zu motivieren, indem wir sagen, wir gehören alle zusammen, wir sind wie eine Theaterfamilie. Wir putzen auch alle unser Theater, auch die Chefs und Chefinnen, es wird keiner ausgenommen. Genau, wir versuchen halt so gemeinschaftsbildende Sachen zu machen, mehr als ein Belohnungssystem nach Leistung. Das wurde manchmal gefordert von Mitarbeitern, witzigerweise. Ich versuche natürlich, es ist so schwer, weil eine gute Schauspielerin oder guter Schauspieler, es ist nichts Objektives. Ich sag nochmal, mein Anspruch ist, dass ich Leuten was mitgeben kann. Ich will nicht besonders toll gefunden werden oder sagen, wow, sie hat an dieser Stelle geweint, wie toll, oder sie hat so toll gesungen. Mitnehmen, dass die Leute rausgehen und sagen, boah, das war richtig cool. Wertvollste für mich beim Off-Theater oder meine Schätze am Off-Theater ist, dass ich mitbestimmen kann, was wir tun und wie wir es tun, dass ich Mitarbeiter habe, mit denen ich mich gut verstehe. Ich bin dann doch irgendwie Perfektionistin und freue mich, wenn alles optimal läuft. Es wird von uns Schauspielern oft gesagt, ich weiß nicht, ob man euch vertrauen kann, weil ihr spielt ja die ganze Zeit. Ich behaupte mal, dass viele Schauspieler sich sehr gut Emotionen selber erkennen und auch bei anderen erkennen können. Ich sage dann immer, wir Schauspieler, wir tun uns viel schwerer, falsche Emotionen zu machen, weil wir so nah, weil diese Grenze so aufgebrochen ist bei uns. Wir lernen auch, dass einem nichts peinlich ist oder wenig peinlich ist, dass man über seine Hemmschwellen weggeht. Wir sind ja eigentlich viel ehrlicher als wir andere, oft. Was wichtig ist, dass man in dem Moment, wo ich etwas sage, es auch meine.